Okay, ja, na dann. Nach dem langen Silvester-Stream, Neujahr-Stream, weil wir jetzt letztes hatten, jetzt heute erstmal der erste richtige, ja, das, was heißt der richtige, das ist der Neujahr-Stream, war ja auch schon so ein bisschen, das war ja auch schon im neuen Jahr drin. Jetzt der erste neue Stream im neuen Jahr, wenn man so will. Wenn man den Silvester-Stream nicht berücksichtigt. Ja, und als ja, zweites Spiel des Jahres. Wir haben Silvester schon The Witcher gespielt. Als zweites Spiel des Jahres spielen wir Never Alone heute im Stream. Ich bin gespannt, dass ich habe bis auf wie üblich habe ich bis auf ein paar Trailer und ein paar Bilder nicht viel von dem Spiel. Ich stürze mich da wieder blind drauf und ja, werde das gemeinsam mit euch erleben. Dafür bin ich auf Twitch, dafür ist das Let's Play da, dass ich da ich das gemeinsam mit euch blind erlebe. Ja, ich würde mal sagen, starten wir rein. Ich weiß wahrscheinlich nicht viel mehr als ihr. Um die Lauffähigkeit zu optimieren, sollten die Bildschirme entsprechend verändert werden. Diese schließen möglicherweise die Bildschirmauflösung mit ein. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodum, zu einem neuen Let's Play-Projekt Never Alone auf diesem Kanal. Ja, Option, der Bericht ist Kultureinblicke. Aha. Erstmal die Option. Einstellungen. Bildeinstellungen ein. Okay. Toneinstellungen sind auch ein, oder? Ach so, Spieletipps ein, steht dort unten. Ach so. War gerade ein bisschen verwirrt von der Nachricht, die dort gerade. Vollbild, ja, weil nur auf einen ist ja, glaube ich, eingeschaltet. Auflösung. Ja, lassen wir so. Untertitel des Erzählers ein, ja, warum nicht? Untertiteleinblicke. Lassen wir erstmal so. Erweiterte Einstellungen. Lauffähigkeit, was auch immer. Was auch immer das bedeutet, können wir später nochmal umstellen. Texturqualität hoch, dabei nur schon Schatten. Ja. Normalerweise lasst ihr es immer auf den Voreinstellungen, wenn das nicht allzu übel ist. Okay, wenn Toneinstellung müssen wir kurz mal noch, da müssen wir ja was machen. Die üblichen 60, 70%. Stimme kann noch ein bisschen lauter. Kultureinblicke. Mach leise. Ich weiß nicht, was die Kultureinblicke sind. Werden wir noch herausfinden. Musik immer ein bisschen. So würde ich sagen. Ja. Etwas verwirrend dieses Menü. Spieletipps, ich weiß nicht, du willst sie bestimmt gebrauchen. Sprachen. Einmal bitte Deutsch. Okay, gibt's schon. Störung wird uns hoffentlich erklärt. Kultureinblick haben wir hier.
Okay, ja, das sind die Specials, wie ich sehe. Okay, seltsam. So, starten wir dann das Spiel. Starten wir. Never Alone. Lerne mehr über die Inuksiat durch freischaltbare Kultureinblicke. Ja. Die Inuksiat sind eines der indigenen Völker Alaskas und haben über Jahrtausende erfolgreich in der großartigsten Umgebung der Welt überlebt. Dann lernen wir ja auch noch was dazu, oder was? Ja. Ein kleines Lernspiel oder so. Wie gesagt, ich weiß nicht, worauf ich mich eingestellt habe. Sah schön aus. Worauf ich mich einlasse. Ja. Ein bisschen Kultur tanken. Tun wollte ein bisschen Kultur tanken. Kisaima panerenea leak sebut. Nibeak seagaruoluk kisaima Praktisch dieser Untertitel. isummek Summan anuhulingay leak magaan. Summan Wird wahrscheinlich auch eher ein kürzeres Abenteuer, wie ich es schätze. Gab es mal kostenlos bei Epic Games, das sah ganz lustig aus. Schauen wir mal. Mit D rennen. Was ist denn das für eine blöde Idee? Na gut, wie ASD macht schon Sinn, aber zum Springen gedrückt halt. Normalerweise ist die Shift-Taste die Renntaste. Oh, Dodge. Erste kleine Verfolgungsjagd im Spiel. Hops, hops. Ein klein bisschen Jump and Run. Nein, der Eisbär, er hat uns. Der Schneefuchs kommt zur Hilfe. Auf einem zweiten Controller drücken A, um als Fuchs einzusteigen, drücken Q, um im Einstellermodus den Fuchs zum Fuchs zu wechseln. Ja. Oh nein! Böser Eisbär. Nichts. Was tue ich als... Also abhauen. Das ist natürlich irgendwie... Wäre eine Idee. Nee, 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 nee. Doch da war ja doch, das ist im Rehome.
Fuchs. Ich schätze, wir können jetzt wieder. Ja, wir können jetzt wieder sie spielen. Und Fuchs, sie kommt einfach hinterher. Fantastisch. Das Wetter klarte nicht auf. Ein Schneesturm folgte auf den anderen. Oh, wie putzig. Das kleine Mädchen und der Fuchs. Der Schneefuchs. Oh, eine Eule. Ach, schade. Ich dachte, die kriegen wir jetzt auch als Begleiterin. Oder Begleiter, keine Ahnung. Okay, als Fuchs können wir die Wände hochklettern. Ah, nice. Okay, das Seil herunterlassen. Ja. Na bitte. So, zu Gnuna wechseln. Und rauf hier. Und weiter geht die Reise. Oha. Starker Wind. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht weggeweht werden. Pass auf dich auf, Fuchs. Oha. Süß. Kommt der geschlittert, der Fuchs. Okay. Wie ein Windstamm. Hops. Nein, Fuchsi. Komm mit. Nein, nein. Du warst zu langsam. Hops, hops, hops. Kann ich singen doch. Super, ja, ich kann doch die Karte belohnen. Ach, der Fuchs ist was Besonderes. Aha. Natürlich ist er was Besonderes. Oh, okay. Der Fuchs kann auf Geistern laufen. Und sie irgendwie auch, wenn wir da drauf sind und wir bei ihr sind als Fuchs, dann kann das Mädchen das auch. Nein! Kann ich? Nein, kann ich nicht. Ist schon richtig so, dass die. Hab schon richtig verstanden, dass der Fuchs vorangehen muss, bis der den Geist sozusagen freischaltet. Na komm. Hops. Nein, verdammt. Der arme Fuchs. Ganz vorsichtig. Das ist leichter als es aussieht. Ich stelle mich nur blöd an. Okay. Ach, so im Tab hätten wir die Eule, mit der Eule was machen können. A und Space. Ach so, Fuchs.
Natürlich. Ach so, Wandsprung. Sehr nice. Und nun? Okay, so wird das nix. Kann Fuchsi zurückkommen und vielleicht irgendwie. Ah, ich wollte gerade sagen, das schaffst du auch. Wir müssen Fuchs spielen. Nö. Da geht's irgendwie nicht weiter. Zumindest nicht als Fuchs. Oh nein! Ah, da oben geht's weiter. Also komm nach, Fuchs. Sehr schön. Nein, nein, verdammt. Das war knapp. Und weiter geht das Abenteuer. Okay, da ist, glaube ich, eher der Fuchs für geeignet. Natürlich. Wandsprung. Das ging mit A, oder? Tab. Also das sind die Änderungen. Das sind die. Verstehe. Das sind die Kulturgeschichten, die wir uns anschauen könnten. Und wenn, dann würde ich sagen, dass wir das am Ende machen in Specials. Machen wir zum Schluss. Okay. Brücke bauen. Sehr schön. Und weiter geht's. Und gleich mal rüber geschlittert. Okay, nein. Was bringen die uns? Die bringen uns da hoch. Okay, verstehe. Nein. Jetzt kommt drauf. Abwarten. Oder auch nicht. Und hier. Okay. Ich glaube, wir müssen das Mädchen spielen. Oh Schreck, was denn hier passiert? Ist hoffentlich nicht ihre Heimat. Okay. Kein Text. Oh doch, das ist ihr Dorf. Der Böse.
Unaqiq isiwartuaranirsuq inumi toqittartaanganirsit. Anakin hat die ganzen Sandmenschen verjagt und getötet. Das heißt, dass mit jeder Windböe pudriger Schnee in alle Richtungen verwirbelte. Okay. Ihren Augen nicht. Das Mädchen traut ihren Augen nicht. Zwerge. Oder so. Aha, die jetzt die verschiedene Art von Wind nutzen. Für unsere Zwecke. Hui. Liegt rum. Ah, okay. Ich dachte, der wäre Untergrund. Das. Och Mensch. Also die kleinen Gnome. Und nu? Da komme ich doch niemals hoch. Brauche ich Wind oder so? Theoretisch könnte ich es auch rüber schaffen. Drüben ist auch ein. Nee. Können wir irgendwie den Wind ausnutzen oder so? Und Anlauf nehmen. Ah, vielleicht können wir hier, vielleicht kann ich hier. Ja, sehr schön. Hier kann ich lang. Komm mal drauf. Rüber hier. Hops. Und weiter geht die Reise. Hi, Gwen. Guten Tag. Oha. Kann auch immer Elise Manek fangen. Ein NPC. Ich muss Laktor in die Werkstatt rüber. Kann auch Kita Bura. Kaun geringer ich bin. Kilautiger Piupko. Ich kann auch näher lauer ich bin Kimon. Deinen Nacken, sie waren die lange. Sehr schön. Und weiter geht's. Füchsin, ich brauch dich wieder. Das Prozedere kennen wir. Und weiter geht's. Gibt's auch noch einen Wind in die andere Richtung? Tja. Och, der arme Fuchs. Kein trauernder Fuchs, der immer. Okay, den brauchen wir jetzt hier gleich nochmal. Oder auch nicht.
Ich habe aber eine Idee, wie ich da drüben weiterkomme. So wie er es macht und nicht schafft. Hops. Und da unten ist sogar Boden drin. War nur der Fallschaden, den der uns kaputt gemacht hat. Ach so, greifen und bewegen. Okay, A und ah, sehr okay. Und jetzt geht es ins Dunkle. Kannst du mal? Ja, hier ist wieder eine Schnur. Schade, dass das Spiel nicht Koop spielbar ist. Doch ist der indirekt Koop spielbar schon, aber halt nur, wenn du einen anderen Controller hast und nebeneinander sitzt. Das heißt, stand ja am Anfang. Im Online-Koop wäre das echt nice. Könnte man halt solche Sachen hier mit dem. Einer könnte den Fuchs spielen, der andere den. Dafür ist ja auch gedacht, dass das. Dass du auch nebeneinander spielen kannst. Aber leider nicht online. Das wäre noch nice. Sonst könnte Modi glatt mal den Fuchs übernehmen. Oh nein. Das ist ein Spielchen auf Zeit. Na komm. So wird der Fuchs jetzt von einem Computer gesteuert. Als ob ich jetzt von dem kleinen Felschen erschlagen wurde. Wenn ich den nicht spiele, dann wird er von einem. Ah, verstehe. Okay, ich krieg schon hin, was dort stehen muss. So viel dazu. Ich muss den Fuchs dort an der anderen Seite abstellen, den anderen. Wir sollen das jetzt. Okay. Ah, verstehe. Zieh hin und dann. Ah. Okay, immer dort stehen, dann schießen sie hin, aber sich. Autsch, zerquetscht zwischen zwei. Ja, verstehe. Und weg hier. Und zurück. Und weg hier. Und zurück. Und weg hier. Und hops. Und ich habe eine Trommel. Die Trommel des Eulenmannes. Die lernen wir dann bestimmt zu schlagen. Mit uns der Eulenmann bestimmt bei. Wie ging das nochmal? So hier. Ganz genau. Das macht einen Lärm. Okay, da muss der Fuchs dran. Ich sehe da wieder eine Schnur. Der bleibt doch da oben. Ich bin
Ibiaxiaqarualuq taannaxuni aitsuutikilaqangaluq uppit uqallaqtuq ja io haunagiingagiga ilegina etwas finale Übersetzung. Ah, okay. Ich habe jetzt eine Waffe oder was? Erklärst mir was damit? Ah, egal. Ich werde schon früh genug erfahren. Habe ich das überhaupt mitgenommen oder? Ah, ich kann nicht zurück. Entweder wir haben es mitgenommen oder nicht. Fuchs. Okay, wir können natürlich nur zu zweit weiter. Oha. Aha. Ah, okay. Mit der Bola können wir schießen. Das ist ein Schießtraining. Nicht so einfach. Okay, so schießen wir jetzt ganz hoch in die Luft. Irgendwas dazwischen am besten. Aber halt. Ja. Man sieht auch keinen Pfeil, der dir zeigt, wo du hinschießen musst. Das ist ein bisschen. Okay, ich werde immer 100 Versuche brauchen. Kleiner Geistervogel. Und weiter geht die Reise. Aha, okay, hier müssen wir wieder unser Ding jetzt nutzen. Zibola. Oh nein. Okay, ja. Nein, Fuchs. Festhalten. Das war klar. Oh, Fuchschen. Nein. Als ob. Der Fuchs tut mir so leid. Das Arme. So mit dem Ding. Ah, hier müssen wir wieder ein Geisterviech erzeugen. Treffer. Man sieht es immer so ein bisschen an den Schneeflocken.
wenn da was passiert. Und auch nicht. Wie soll das was werden? Hat er gerade unten durch oder was? Na, spitze. Kommen wir hier hoch? Nee. Ach so. Ja, na klar. Jetzt bringen wir das mit hoch oder was? Und jetzt kann man eigentlich nicht verfehlen. Nee. Ist noch zu niedrig. Muss Fuchs mal was machen. Komm, das schaffst du auch. Oder auch nicht. Und der Fuchs da nicht hoch. Fuchs, kommst du nach? Sieht nicht so aus. Wir brauchen den da oben. Ach so, der hier und dann. Okay, der Fuchs kriegt das doch hin. Sekunde. Wenn nicht so starke Gegenwind herrscht. So geht's. Aha, und jetzt hier. Da war der Wind schuld. Den Wind nutzen. Nutzt die Kraft des Winds. Oha. Das ist der Bösewicht. Nein. Nicht den Hund anfassen, nicht den Fuchs anfassen. Oha, Endboss. Ach du Scheiße, so schnell bin ich doch niemals im. Muss doch auch noch schnell schießen. Komm mit, Wolf, Hundi, Fuchsi. Jetzt. Stehst du im Weg? Stand Fuchs hier im Weg. Ach komm schon. Fuchs hier aus dem Weg. Fuchsi. Ups. Weiter hier. Das ist jetzt hier teilweise ein bisschen unfair. Wir müssen das wahrscheinlich am Stück schaffen. Vermute ich mal, oder? Ja, wäre ja auch. Und hopps. Und
sind wahrscheinlich viele Felsen. Nein! Schon verkackt. Einmal Fehler gemacht und schon verkackt. Das wird frustrierend. Ich hoffe, da sind nicht allzu viele von diesen Felsen da. Na komm. Fuchsi, bleib doch erstmal zurück. Nice. Und weiter. Und bestimmt gleich auch noch ein Felsen. Wird zu trümmern müssen. Natürlich. Wenn wir das jetzt verkacken, müssen wir ganz von vorne. Schnell hier weiter. Niemals. Ich stelle mich gerade relativ gut an. Ach du Scheiße. Na komm, ich hatte es. Das ist hartes. Ah, gut, Checkpoint. Puh, fairer Checkpoint. Nee. Na komm. Ich hatte doch den Fels zerstört. Sieht mir schon nach Endbosskampf aus, also. Wir schaffen das Ding heute. Eventuell. Oh, das ist noch nicht der Endboss. Danach hörte der Sturm kurz auf, doch schon wurde es wieder windig. Es war schwierig, in dem Schneesturm etwas zu sehen. Oh, das war erst die Vorgeschichte. Und jetzt geht's erst richtig los. Ich weiß es nicht. Ah, jetzt sind wir hier. Wir könnten mal. Okay, ein bisschen wird es noch dauern, aber. Okay, wir haben gut die Hälfte geschafft. Wir sind ungefähr zur Hälfte durch. Das war der Zwischenboss. Okay, und nun? Ah, ich kann ja bestimmt. Lass ich hier. Und jetzt Schollen springen. Na komm, Fuchsi. Fuchs. Oha. Oh nein. Nur Springfuchs. Oh nein.
Nein, wir versinken. Captain, wir versinken. Da muss es schneller sein. Und hier, zack, durch hier. Captain Niveau, wir sinken. Ach du Scheiße, der Eisbär schon wieder. Nein, nicht der. Nein. So ein Mist. Ein Drache an uns genommen. Muss jetzt schnell. Verdammt. Ich weiß nicht, wie man die richtig einsetzt. Die Bona. Braucht da noch ein paar Versuche. Verdammt, so nicht. So. Weiter hier. Okay. Da war der Wind zu stark. Na komm. Weiter. Die Fische könnten uns vielleicht irgendwie helfen. Aber keine Zeit. Ach du Scheiße. Da hätte ich ein bisschen warten müssen. Ja, wieso sollte ich jetzt hier warten? Das ist doch hier. Als ob ich warte. Und wenn mich der Esper verfolgt. Ups. Na komm. Ein Sekündchen warten. Esper bricht ein. Scheißdreck. Ein bisschen warten. Nein, okay. Dreck. Nein. Das war nicht die richtige Lösung. Oh, verdammt. Ich muss dann zurückspringen. Oder gar nicht das Ding zerstören. Und da versinkt ja auch der Eisberg, wo wir drauf sind. Nee. Als ob. Okay, ich kann wohl gar nicht zurück. Nee, ich bin. Der Fuchs kann. Kann hüpfen, was ich will. Ach ja, natürlich. Töten wir den Eisbären. Fische. Okay. Sicher klappt das. Und jetzt weiter hier. Haben wir wohl geschafft. Könnte der Eisbär gleich wieder kommen. Oh oh. Okay, schnell durch hier. Fuchsi, mach schnell.
Bevor wir jetzt erkennen Stern. Ja, die Eisberge bewegen sich auf ungewöhnliche Weise. Nein, raus hier. Kann man wohl sagen. Hier stoppen. Ich dachte, es geht schon runter. Verdammt. Können wir nicht mit dem Fuchs hoch? Nein. Durch hier. Ja gut, Fuchs hat es geschafft. Wieder am Anfang. Die Öle müsste jetzt weg sein. Oh nein. So voreilig reagiert. Das erinnert mich ein bisschen an dieses chinesische Indie-Game, was ich mal gespielt habe. Ich glaube, ich habe es auch mal im Let's Test gespielt. Ich habe es mal als Let's Test hochgeladen. Das hieß To the Hair. Dieses, wo du halt so ein kleines Mädchen spielst, was dann durch die über Spitzen und so weiter springen muss. Und da gab es auch solche Kanten hier, die dann von oben runter kamen, bloß mit Spitzen dran. Das kriegen wir doch hin. Zuerst, wenn es ganz unten ist. So, durch jetzt hier. So. Nice. Okay, schafft haben wir es. Irgendwie unter Wasser oder? Oh nein, nicht der schon wieder. Jetzt bräuchten wir hier den Fuchs. Aber könnten wir jetzt hier ablenken oder was? Okay. Was nun, auf den Kopf springen oder? Das könnte sie doch bestimmt. Gibt es hier einen Eiszapfen, den wir runterschlagen könnten? Ich sehe momentan nichts, was sie machen könnte. Aber das muss aber auf Anhieb klappen. Uha. Verstehe, was hier gewollt ist. Nein, komm hier rüber. Ups, nein! Ein paar Zielübungen. Nee, das war schlecht.
kann mit dem Zeug nicht schießen. Jetzt haben wir Zeit, es zu üben. Na komm, zack. Das ist knapp. Und hoch hier. Oha. Es kann noch nicht gut enden. Als ob. Jetzt habe ich daran jetzt gefällt. Okay, ich muss jetzt hier hin. Ich verstehe. Jetzt muss sie hier unten. Das soll was werden. Mein Zielkünsten. Dann wird immer sportlicher. Aha. Oh nein. Da müssen wir ein bisschen schneller. Oder haben wir es jetzt irgendwie? Ah, okay. Wir haben es geschafft. Kumsarayuka war bei klarem Wetter ein guter Jäger. Doch bei Schneesturm war einfach keine gute Zeit für die Jagd. Okay, Unterwasserlevel. Wir sind ja gerade unter Wasser geraten. Jetzt erstmal auftauchen. Und weiter. Aber wo? Normalerweise nach rechts. Okay, vielleicht auch hier lang. Ich habe die Dinger noch nicht unter Kontrolle. Schneller schwimmen. Okay, nun. Das Wasser muss doch hier eiskalt sein. Muss ich natürlich hinterherkommen. So, steig auf.
Okay, und jetzt Fuchs. Ach, verdammt. Und ihr kriegt das auch so hin. Okay, jetzt hier die Wand. So, aber nix. Ich weiß nicht, ob wir das damit wegkriegen. Müssen wir mal ziehen können. Wahrscheinlich wollen die, dass wir da auch relativ weit unten an das Ding treffen. Hm, bringt nichts. Müssen wir wahrscheinlich an einem bestimmten Punkt treffen. Gut wäre es, wenn man die Waffe benutzen könnte, wenn man das... Steuerung ist ein bisschen... Mit der Maus das zu steuern ist ein bisschen hart. Ah ja, genau dahin sollen wir schießen. Das ist am besten mehrfach nacheinander. Relativ steil. Da nicht hin. Okay, Stunden später. Zu niedrig, zu niedrig. Okay, jetzt kann auch bestimmt Fuchsi hoch. Nein. Hier Fuchsi backt. Vielleicht müssen wir schwimmen. Und dann kommen wir nur zurück. Fuchs ertrinkt. Fuchsi. Hier haben wir auf jeden Fall noch so ein Viech. Okay. Würde mal sagen, komm mit. Ich komme mal hier weiter. Wir wollen ja eigentlich nach links auf der Map. Das macht schon Sinn. Wie kriegen wir sie damit? Irgendwie gar nicht. Sie kann jetzt hier... Ist die Frage, ob sie es kann. Ich kann.
Und den Fuchs das nicht noch ein bisschen heranholen? Okay, scheinbar nicht. Viech. Darf ich auch mit drauf? Das abholen und sie mit runternehmen. Okay, hier bleibt es zumindest. Nicht, wenn du im Weg bist. Aha. Dazu muss es erstmal hier hoch schaffen. Verstehe. Nein. Nein. So. Okay, das hat jetzt was genau gemacht? Ja. Der bringt uns nur nach oben hier. Dann sind wir wieder hier, aber wozu? Haben wir das da oben jetzt zerstört oder haben wir es nicht getan? Und wo kommen wir jetzt weiter? Was hat uns das jetzt gebracht? Das kleine Eisstück zu zerstören. Das Ding ist weg. Okay, da oben wäre noch ein Ding, was uns weiter hochbringt. Okay. Kommst du mit runter oder? Muss es ab, dort abschießen, wo es ist. Okay, das Prozedere nochmal. Okay, bring es hier runter.
So offensichtlich nicht. Aber die Maussteuerung ist freudig. Es hätte es getroffen, wenn das Teil nicht im Weg wäre. Gehen wir nicht zu weit weg, weil sonst gibt es ja Probleme mit dem Ding, wie es ausschaut. Ach, willst mich verarschen. Okay. Und dahin. Der Fuchsi muss hoch. Okay, hoch. Wenn Fuchs jetzt hinterherkommt, und dann das nächste Ding, was uns vielleicht noch weiter höher bringt. Ja. Bist du da auf? Jetzt Fuchs hier hoch zum nächsten. Ach komm! NPCs! Am Arsch! Oh, schöner Checkpoint. Das war nicht ich, das war der NPC. Jetzt noch nicht springen, danke. Lass mich das machen. Okay, das wird nichts, das muss noch, du musst runterkommen. Okay, wieso das im Singleplayer was werden? Halt dich fest. Spring auf. Ups. Und hier weiter. Alles klar. Das kann man ja schwer verfehlen. Oh nein. Hä? Was ist jetzt passiert? Was ist eben passiert? Ein Bug. Hier müssen wir lang. Fuchsi, kommst du mit? Könnte ich hier vielleicht gebrauchen. Ich fürchte, wir müssen über die andere Seite rüber. Zieh mich nicht durch. Okay, hier sind Spitzen. Runter da. Ich weiß nicht, was das werden soll, aber aufgespießter Fuchs. So, hier sind wir. Müsste der sich jetzt nicht... Nein, kann er nicht.
Nuna an Seil schwingen lassen. Ich hab's schon verstanden. Nach dem zweiten Mal. Der Fuchs muss nur dastehen. Der Fuchs packt ein bisschen in Luft. Oha. Und wohin soll ich schwingen? Hier bräuchte halt einen zweiten Typen. Vielleicht lassen wir den Fuchs dort oben drauf stehen. Dann kann er. Wir haben ja gesehen, dass der so in gewisser Weise. Ah ja, sehr schön. Dass du hier beide erzeugen kann. Sitz. Braus Fuchschen. Okay. Und die Dinger erinnern mich so ein bisschen an Happy Game. Habe ich nie gespielt, aber eine Demo-Version habe ich davon gespielt. War mir ein bisschen zu creepy. Ich habe davon auch einen Part bei Grund gesehen. nochmal runter. Irgendwie. Bring mich ran. Und jetzt. Ah ne, ich verstehe. Hier dranhängen. Und jetzt. Ups. Jetzt kann ich von hier die Zacken zerstören. Aha. Sofern ich das kann. Aha, okay, jetzt geht's hier weiter hoch. Den Fuchs noch ein bisschen bewegen, dass vielleicht dann noch ein zweites ist. Okay, schwingen müssen wir noch üben. Vielleicht von der anderen Seite ranhängen. Könnte helfen. Oha. Und nun. Fuchs sie nicht ertrinken. Aha. Oha. 15 von 24. Das dauert noch ein bisschen. Weichen. Dann würde ich mal kurz hier eine kleine Pause machen und dann spielen wir gleich weiter. Kurze Viertelstunde Pause. Bis gleich.
Okay, weiter geht's. Ich schätze mal, wir müssen hier mal tauchen. Hoverboards tauchen. Okay, da hinten können wir nicht lang. Wo geht Fuxi lang? Okay, Fuxi schon einen anderen Weg. Der weiß, wo es lang geht, oder? Okay. Zum Glück sind diese Luftblasen unter Wasser. Das werde ich ertrinken tun. Was nun? Okay, müssen wir scheinbar nicht lang. Oder vielleicht doch. Aha, okay, da gibt es auf jeden Fall oben was. Ach so, ja, hier. Und hops. Na komm schon. Nur darüber. Ach nee, scheiße. Das war. Verstehe, wir müssen auf die Plattform. Dann halt nochmal von vorn. Kann offensichtlich nicht aus dem Wasser raus. Festhangeln hier. Das war knapp. Fuxi. Fuxi könnte da was machen. Nein, bleib bitte da oben. Nicht runterspringen. Okay, das ist so verbuggt, dass ich da nicht aus dem Wasser rauskomme. Fuchs, ich kann noch hier hoch, oder? Ja, komm. Erzähl mir nicht. Aha, okay, jetzt haben wir hier eine Änderung geholt, oder? Na dann jetzt mal weiter oder so. Fuxi, kommst du hinterher oder? Und dann geht's woanders weiter.
Okay, hier geht's scheinbar nicht weiter. Also da oben geht's weiter oder was? Aber wo? Ich sehe hier keinen. Ich sehe keinen Weg, wo es weitergehen könnte. Aha. Mach das kaputt. Ach, wir waren die ganze Zeit in einem Wal. In einem Rätselwal. Ihr kommt an ein Dorf, an ein kleines Fischdorf namens Oke. Ja. Eines Tages fragte er sich, sie sich, warum nur ist das Wetter eigentlich so? Und weiter geht's über Wasser. Das finde ich sehr schön. Bin kein Fan von Wasserleveln. Und schon wieder gestorben. Hat jemand mitgezählt? Hat jemand einen Death Counter? Death Counter. Fuchs, Death Counter, Mädchen. Ja, wenn man das. Okay, Fuchs packt wieder ein bisschen rum. Wenn wir das Spiel heute durchspielen und das heute noch zu den Credits schaffen, dann würde ich das einfach als Stream-Aufzeichnungspart hochladen. Dann muss das nicht in Parts schneiden, das macht dann. Das macht dann wenig Sinn. Oha. Da geht's tief runter. Hier sollten wir mal den Fuchs bemühen. Ich dachte, der kann höher springen. Sorry. Der kommt der Fuchs auf plus 1. Okay, ich dachte, ich kann damit die Mädchen dran. Okay, scheinbar kann ich mit dem Fuchs dort anders denken. Ich weiß, ich soll nicht denken. Aha, okay. Das sind Splitter. Könnt ihr eventuell mit dem Fuchs? Ja, ich kann mit dem Fuchs. Sehr gut. Jetzt kann ich mit dem Fuchs hier unterstützend. Ah, okay. Kannst du vielleicht hier rüber? Da drauf und dann. Ups. Ah, da würde ich lieber mit dem Fuchs. Ah, okay. Schafft's auch. Oha. Na komm, und jetzt. In die Leiter.
Kigo Rajat kaum mag Titgat nun nachgeht. Ein Käfig? Sag nicht, da soll man mit dem Fuchs rein. Das kann man bestimmt schieben, oder? Die kann man doch schieben, oder? Ah, wir können ziehen. Jetzt muss der Fuchs. Oh, okay. Das kriegt der Fuchs von alleine hin, oder muss ich dann schnell reagieren? Okay, der Fuchs springt nicht. Ja, wie? Das muss ja auch im Singleplayer machbar sein. Können wir den Kompfuchs irgendwie dazu bringen? Dann von selbst drüber springt. Also so schnell bin ich auch nicht. Und hops. Ah doch, es geht. Okay, warte, das schaffen wir. Okay. Vielleicht können wir hier den das draufziehen und dann da drüber hochspringen. Weiter geht die Reise. Notlichter. Ja, ganz genau so sind die Notlichter. Dann kommst du mit, Fuchsi. So ein bisschen nachhelfen. Die NPCs nicht mehr wollen. What the fuck? What the fuck ist da passiert gerade? Okay, wir müssen also irgendwie schaffen, zu kommen, ohne dass die okay. Können wir als Fuchs dort irgendwie, das wollte ich gerade nicht machen, aber zeigt, dass man nicht mehr uns als Fuchs vielleicht hier so ranhängen oder festpacken und sterben.
Das wäre eine Idee. Na komm, Fuchsi. Polarlichter sind wohl gefährlich. Daran hängen. Und da hochklettern. Wie soll das denn? Wie soll das funktionieren? Und wieder hoch als Fuchs. Versuch mal was. Offensichtlich geht das, aber hui, da muss man aufpassen. Hochklettern, 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 hochklettern. Sehr gut. Und jetzt hier weiter. Ist alles nur für die Erinnerung, für die. Scheint mir so. Ja, der Monat der Nacht. Nein, verdammt! Was tust du? Was tust du, Spiel? Was tust du, Spiel? Das war ich nicht. Och nö. Wo ist er von vorne oder was? Nein. Nicht doch. Jetzt muss sie noch mal hier durch. Puh, knappe Sache. Hier mal hoch. Die Änderungen müssen wir schon haben. Haben wir schon. Okay, warten, 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 weiter warten. Und jetzt. Und hoch hier. Hier geht's noch weiter mit den Viechern. So ein Dreck. Da hoch, da drauf und dann. Vielleicht müssen wir es. Okay, wollte gerade sagen, dass das nicht zu schwer wird. Okay, Fuchsi muss noch. Schieb Fuchsi. Fuchsi kann ich schieben.
25 Hertz hier. Runter, 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 runter. So, jetzt. Ist doch schon fast wieder zu spät. Ha. Fuchs bleibt dort. Ach komm. Als ob hier. Okay, dem Fuchs passiert hier nichts. Na, schiebe. Wo fahrst du? Feststelltaste aktiviert. Fick dich. Ist aber knapp hier. Oha. Jetzt müssen wir mal das hier runter. Ah, okay, verstehe. Können wir das vielleicht überschieben? Den Fuchs zerquetschen. Okay, Fuchs, sie kommen mit. Sagte Fuchs, sie kommen mit. Puh, das ist gefährlich dort. Sehr gefährlich. Holla, die Waldfee. Nein, hier. Oh, die Crap. Nein! Fuchsi! Ich hoffe, es gibt einen Checkpoint. Fuchsi, komm mit. Bleib ganz dicht bei mir. Hoch hier. Und weiter. Das sollten wir runterfallen, oder? Nein, offensichtlich nicht. Oder doch? Oh, scheinbar doch. Nee, nee. Das sollten wir nicht. Okay. Jetzt Fuchs hoch. Komm hinterher. Und hops. So, hier.
Okay, wie soll man jetzt dahin kommen? Sollen wir noch stehen bleiben und das dann... abwarten oder was war die Quest? Damit komme ich doch niemals ran. Okay, ich warte einfach ab. Flach drauflegen. Okay, da hat man abspringen können. Verstehe. Mit Hochfuchs. Da müssen wir rechtzeitig abspringen. Und hoch! Natürlich hat es von der Fuchs nicht geschafft. Ich sag noch, komm mit hoch. Das war blöd. Komm mit hoch, Fuchs. Komm mit nach vorne. Komm ganz nach vorne. Sehr gut. Machst von alleine. So schlau ist das normalerweise nicht, dass das kommen gehört. Gesteuerte. So, komm mit. Ach du Scheiße. Fuchsi. Fuchsi, nein. Fuchsi. Fuchsi, nein. Ich gebe dir die Bohle an dein Gesicht. Oh nein, Fuchsi. Er hat Fuchsi getötet. Ihr Schweine. Oh nein. Totes Fuchsi. Das finde ich ja gar nicht schön. Ich meine, es war von Anfang an klar, dass der irgendwann sterben wird. Hatte ich schon die ganze Zeit im Gefühl. Aber warum?
Nicht Fuchsi. Böser, böser, böser Mensch. Geist Fuchsi. Mensch Fuchsi. Der Ganer Alangohone, Magit Risha. Naga, der Night Dog, Alamik. Mensch Geist Fuchsi. Aha, okay. Okay, da muss Fuchsi, Menschgeist Fuchsi, muss jetzt natürlich ein bisschen. Okay, der Geist des Baumes. So könnte das was werden. Kulange Hilligo, der Bartet, Mulangat. Der Rigan nähert Kinjaktit Gay. Kanut, Birkpaganak, die lange Schule. Ich kann Julgot, Litkutschitsch. Okay, natürlich hat das nicht geklappt. Okay, das müssen wir noch ein bisschen rausbekommen. Okay. Einfach durch den Ast durchgesprungen. Passiert. Na komm hoch. Und höher und noch höher. Da musst du hin. Vielleicht. Nee. War noch zu niedrig. Das hätte ich vielleicht mit ihr zertrümmern können. Okay, der Fuchs backt dort oben. Das ist jetzt schlecht. Ich weiß nicht, habe ich einen Speicherpunkt? Ich habe noch nicht gespeichert. Bleibst du doch mal oben. Ist auch schwammig hier mit dem Steuerung. Mit dem fliegenden Fuchs, Kindgeist. Okay, maybe können wir jetzt. Bleibst du mal da? Die habe ich eventuell noch, die habe ich noch.
Das haben wir nicht abgegeben. Sehr schön, dann kann ich hier rüber. Und dann hier runter. Okay, hier kann ich scheinbar nicht durch. Wo bin ich? Okay, hier geht's weiter. Oder auch nicht. Guck du dich mal um. Ah, okay. Warte. Und jetzt. Ja, hier rüber, hier hoch. Und das hat kurz gehangen. Unschön gehangen. Nein, nein, nein. Ah doch, ich muss darüber, oder? Was gibt's hier drüben zu sehen? Ach ja, da muss ich hin. Sekunde, warte auf den nächsten Sturm. Okay, jetzt hier weiter. Oh nein. Okay. Das schafft sie vielleicht. Jo. Und jetzt hier einmal hoch. Na hoch hier. Noch ein bisschen höher vielleicht. Und da schafft es auch so. Ja, gerade so. Langsam begreift man die Störung. Hier rüberbringen vielleicht. Nein, 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 nein. Böser Vogel. Guter Vogel. Okay, hier hoch, dann hier hoch. Schau dich um. Okay, hier muss ich was kaputt machen. Nein.
Das ist gut. Halt dich fest. Da unten musst du hin. Ja, komm. Komm noch weiter runter. Okay, willst du nicht weiter runter oder? Okay, vielleicht schafft es im Sturm. Ich glaube zwar nicht dran, aber ja, so geht's auch. Oh nein. Ach, Menno. Macht es einem auch nicht leicht. Okay, vergiss das Monsterblut. What? Manches verstehe ich auch nicht. Okay, jetzt können wir eventuell das hier bewegen. Wohin ist die große Preisfrage? Hierhin. Oder hierhin, dann können wir hier hops hops machen. Okay, da komme ich ja überhaupt nicht rauf. Was soll daraus jetzt werden? Das auf den Asthmus verstehe ich, aber... What? Wie willst du mir dabei helfen? Noch ein bisschen nach rechts, dann könnte das, dann könnte daraus was werden. So wird ein Schuh draus. Ich jetzt noch ein bisschen runter und dann ist aber sehr experimentell hier. Ich jetzt noch ein bisschen nach rechts, aber dann schiebt sich der Baum mit nach rechts. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Ach, Krampf. Ich liebe dieses Spiel. What? Das war jetzt eine Blödheit. Diese Geister nicht, was die da machen, was die mir hier weiter irgendwie musst auf den Baum rauf. Ja, verstehe ich, aber ich komme.
komme noch nicht auf den unteren Geist klar. Na, so geht's auch. Okay, dich runter. Und dich gern weiter nach links. Okay. Okay. Kriegen wir das hin? So, die große Preisfrage ist, wie komme ich jetzt auf den Ast darauf? Nee, nicht du. So, eventuell. Ja, okay, ich bin oben. Nun. Hier wollen wir nicht hin. Was bringt der Ast uns jetzt? Er bringt uns hier hin, aber soweit. Okay, vielleicht in dem Sturm. Wenn sie jetzt springt. Halte ich aber für gewagt. Okay. Und nun. Jetzt ein bisschen was für die grauen Zellen hier. Im Hirn. Und hier noch ein bisschen Rätselei. Okay. Dampfbomber ist auch daneben. Okay. Jetzt wollen wir hier auf. Anscheinend wollen wir hier runter. Hilf mal darauf. Okay, da kann ich jetzt wieder was wegmachen. Kommt doch mal hier rüber. What? Okay, die verschwinden einfach. Ich traue mich noch nicht ganz. Können wir mal bitte dich hier noch ein bisschen. Okay, Chibonimaru. Das war klar. Also ich muss da unten drauf. Oder das Brett dort hochholen oder. Habe ich natürlich nicht gesehen. Okay, holen wir dich nochmal ab. Du bleibst bitte stehen. Wie komme ich hier auf Kuma? Da einmal abwerfen. Dann mach's halt von unten. Warte, ich mach hier mal kurz den hier. Okay, jetzt weiß ich das darüber, dass da nicht rüber muss und runter. Treffer versenkt. Mal den noch nach oben. Okay, das Fallen kriege ich hin. Auf den Vogelruf.
Und der Vogel, der soll jetzt wohin? Ah, hier hin zum nächsten Vogel. Oh mein. Ja, mei, das wird jetzt zum Ende nochmal. Wird hier nochmal abenteuerlich. Dann kommen wir mit. Komm mit, sag ich. Ja, vielleicht könntest du hier mal den Stamm noch ein bisschen. Hier runter. Eher in die andere Richtung, aber okay. Jetzt hier hops. Hier hops. Kannst du hier noch ein bisschen näher ran? Okay, nice. Jetzt nicht hier runterkrachen. Okay, können wir was kaputt machen? Ich glaube, da sollen wir nicht runter. Okay, flieg du vielleicht mal lang und guck mal, wo wir lang müssen. Halt dich gefälligst fest. Wohin folgst du? Ich habe doch noch nicht gesagt, dass wir da lang müssen. Was macht der dumme Komm? Okay, hier können wir nicht lang. Alter Schwede. Mach mal bitte nix. Wenn ich dir nicht sage. Und gerade wäre mir das echt lieber. Okay, hier oben vielleicht irgendwie. Oh shit. Und wozu haben wir das hier freigemacht? Da mal gucken. Ja, da kommen wir ja her. Das ist ja blöd. Dann kann ich den hier. Ah, okay, hier haben wir noch einen. Noch ein bisschen weiter unten runter. Dankeschön. So weit springt die noch nie. Oder schon. Jetzt komm mal mit. Hier rüber bitte. Nein! Schön in der Nähe bleiben.
Okay. Noch hops. Phew. Okay, schon mal haben wir das geschafft. Jede Reise, ob kurz oder weit, war gefährlich. Alles, was man sehen konnte, war eine Masse wimmelnden weißen Schnees. Schau du dich mal erstmal um. Okay. Da muss was zerschießen. Nicht da oben, sondern hier. Siehst du, da vor dir direkt. Maussteuerung ist so ein bisschen. Das ist ein heftiger Kritikpunkt an diesem Spiel. Dass man die Maus hier gesteuert kriegt, das ist hier. Puh, echt ein bisschen. Uff. Okay, kann ich vielleicht weiter runter gehen? Ja, ich kann weiter runter gehen. Kann ich hier nach oben schießen? Oben schießen liegt mir. Das kann ich gut. Na, siehst du. Jetzt einmal hier hin. Okay, ich hoffe, der Stream ist noch live. Mir zeigt er gerade Ladebalken. Bei mir hängt sich's gerade. Das wäre jetzt traurig. Okay, scheint aber zu laufen. Okay, verstehe, dann muss ich hoch. Dann bringt der Ast mich hoffentlich weiter. Oder der obere. Okay, jetzt kann der hier rein. Heißt der Wuchsmensch holt den. Vor der enge Beine werfen kann ich gut. Oha. Dwom erhebt sich und läuft los. Sachen gibt's. Na gut, wir haben ja einen Geister, Fuchs, Mensch, Tier. Das ist jetzt nicht gut. Da müssen wir auf dem Obersten stehen. Verstanden. Nächster Versuch. Ja, hier mal bitte runter einmal den Ast hier. Danke. Dass ich drauf springen kann und zwar möglichst jetzt muss den Ast hier während er runtergeht hier noch ein bisschen hochbewegen 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 hochbewegen. Das könnte klappen, tut es aber nicht. Ich liebe dieses Spiel. Runter, 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 runter. Das könnte funktionieren, tut's aber nicht. Noch ist nicht alles umsonst, aber jetzt. Jetzt, das sieht so final aus.
Leute, ich weiß jetzt nicht. Ich will jetzt irgendwie noch. Versteht ihr? Ich will jetzt irgendwie noch versuchen, das zu einem Ende zu bringen. Das sieht halt jetzt verdächtig nach nahendem Ende aus. 1, 2, 3, 3 Erinnerungen haben wir hier noch, von der wir vielleicht eine schon übersehen haben. Die Option besteht ja auch, das ist ja durchaus die Möglichkeit, so jetzt hier runter, näher ran und jetzt machen Hopsa. Und jetzt hoch. Und jetzt wechseln und hops. Sehr schön. Das habe ich mir gedacht. Ist da irgendwas? Hops auf. Und hops. Da ist der nächste. So, runter mit dir. Oh ne, jetzt latscht der schon wieder los. Ich habe das Gefühl, den müssen wir bewegen. Das war dann hier. Nach oben. Und rauf hier. Und hier den Ast nach drüben bewegen. Geht's noch ein bisschen. Achso, ich habe den Wind auf meiner Seite. Ja. So, hier mal weiter. Und nun, ach so, jetzt da oben weiter. Kann unser Geist davon bestimmt bewegen? Achso, ja, den da oben. Halt dich fest. Wenn du den mal hoch bewegen, damit wir unten durchschwingen können. Ja, so. Jetzt müssen wir den weiter runter. Sehr nice. Verdammt. Soll ich nicht kommen sehen. Checkpoint bitte. Okay. Doch weitgehend faire Checkpoints hier. Und wenigstens das muss man mal loben. Na, man kann mehr was an dem Spiel hier loben, aber die Steuerung nicht. Vielleicht bin es nur ich, aber gerade die Steuerung mit der Maus hier ist manchmal schwierig. Okay, das schafft man nicht. Nicht dächte. Dann komm nach mir, mach nicht mehr zu viele Fehler. Dann kriegen wir es hier bald beendet. Kann es ja nur noch um Stunden dauern, Stunden handeln.
runter soll es. Uha! Oh nein, 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 nein! Ach, ich bin doch denselben Fehler nochmal. Bin ich dumm, dass ich denselben Fehler nochmal mache? Und hab's. Baum ausrichten. Da muss gleich hoch, da muss gleich. Und drüben sind gleich auf den nächsten Ast springen. Jetzt latscht der hier los. Das heißt, ich müsste hier mal irgendwie. Ich weiß natürlich nicht, noch nicht, wo der hin will. Das ist schlecht. Nee, 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 nee. Puh, gut so, gut so, gut so. So, wo wollen wir jetzt hin? Geht's hier weiter? Okay, hier geht's weiter. Das hier hoch. Das schaffst du. Okay, kein Morscherast. Okay, den müssen wir mal ein bisschen hochholen. Am besten auch ein bisschen rüber. Meine Fettfinger kommen hier mal auf Q. Ist ja äußerst schlecht. Okay, der mag sich nicht bewegen. Nicht wirklich. Können wir vielleicht drauf scheißen? Okay, hier brauchen wir dich nochmal. Noch ein bisschen weiter runter. Das knackt hier so. Das finde ich gar nicht schön. Okay, ein Save Point. Okay, hier brennt es offensichtlich. Ach! Der Fuchstöter. Bleib du mir fern. Das hat mich natürlich schon gekillt. Da brauchen wir nur zu berühren. Okay, wie soll das was werden? Alter Schwede. So, jetzt parallel. Ich hoffe, du kannst laufen. Nee, kann sie nicht. Kann sie echt nicht. Und wie soll ich dann? Ich muss ja mit dem Geist schon mal vor und schon mal heilige Scheiße. Ich muss ja den Geist wechseln und hier mal so schnell es geht. Vergesst es, Leute, vergesst es. Vergesst es. So schnell bin ich mit dem Geist nicht. Können wir das Let's Play jetzt abhaken. Verlangt das Spiel was.
und runter. Ach du Scheiße, nein. Ach du Scheiße, nein. Checkpoint gibt es selbstverständlich nicht. Okay, warum bleibst du stehen? Okay, hier hoch, hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir und jetzt weiter. Sichi. Er hat mich auch. Er hat Fernkampf. Das ist. Hat mich mit der Faust. Er hat Faust auf Fernkampf gelevelt. Sichi. Ach, verarsch mich nicht, Spiel. Verarsch mich nicht. Wir haben es doch schon mal geschafft. Und weiter, bleib doch nicht stehen. Mein lieber Scholli. Geh mal rüber. Jetzt mit Einsatz des Dings hier. Muss gleich wieder einen Baum bewegen. Natürlich, und das ist Feuer. Bitte nicht von vorne, bitte nicht von vorne, bitte nicht von vorne, bitte nicht von vorne. Nicer Checkpoint. So, ich gehe jetzt bitte. Und renn doch weiter, Mädel. Heilige Scheiße. Hier gab es hoffentlich auch einen Checkpoint. Rennen, 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 rennen. Und hoch hier. Was soll denn der Mist? Ich muss da hoch auf den Ast und dann da, wie der unter mir tobt. Ja. Hier hoch. Vielleicht schaffe ich das jetzt. Nein, nein, nein. Okay, da könnte ich rüber. Und der brennt doch. Da bin ich. Junge, Junge, Junge. Okay. Mach den Astbrand. Da müsste man jetzt treffen können. Oh no. Okay. Das ähnelt schon so einem Bosskampf. Und wir müssen den. Wir müssen dazu bringen, den Ast hier anzuzünden. Hat noch nicht so gut geklappt. Dann bricht er ins Eis irgendwann ein. Okay, als ob das nicht geklappt hat. Okay, wir müssen uns eher so hier hinstellen. Den
warum nicht zum Anzünden bringt. So, jetzt hier. Dann müsstest du doch direkt auf den Ast ziehen. Okay, sind das Lenkraketen oder warum? Und warum bewirkt das nichts mehr? Die wird scheinbar dadurch nicht verletzt. Okay, ich werde doch dadurch verletzt. What? Okay. Vielleicht kann ich da jetzt rübersteigen. Das wäre eine Chance, die ich denken würde. Da jetzt auf den Ast drauf springe. Oder ich versuche mal den Ast dort drüben. Sieht brennbar aus. Nice. Ertrinke, du Fuchsmörder. So, Endboss ist besiegt. Wieder zwei Kultureinblicke haben wir noch. Er ging darauf zu und sah, dass der Schneesturm aus irgendeinem Grund von einer war, einer kleinen Aue in der Tundra auszugehen schien. Okay, entdecken wir die Ursprünge des Sturms. Ab in den Sturm. Oh nein, ich wollte rüber hüpfen. Facebook und Fuchs. Das ist ja ganz schön heftig. Oha. Agenerok Tetsu, Tunganum,
Therese macht einen Schneesturm. Jetzt muss man den Riesen noch klettern oder was? Kanorulunga, das Pinguanerpick. Ich werde sehr wohl von Lachertop. Okay. Ja, natürlich. Klingt. Sieht mir doch nach einer Treppe aus. Mit Spitzen. Warum genau hier Spitzen sein müssen, ist mir unklar. Aha. Gehen wir die Spitzen irgendwie weg, oder? Ah, okay, hier haben wir Geister. Erstmal runter bitte. Runter, 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 runter. Okay, das funzt irgendwie nicht. Jetzt muss ich da erstmal das Eis kaputten. Das würde erklären, warum. Oh. Warum hier die Vorsprünge da sind. Mit. Als ob es in dem Riesen Schneestürme gibt's. Der Magenwinde. Magen-Darm-Winde. Also, da müsste ich vielleicht auf den Wind warten. Nein! Sehr gut. Könnte ich darüber. Bleib du bitte dort oben. Ich brauch dich da mal. Na, das war ja sehr passend. Okay, erste Etappe geschafft. Stellt sich die Frage, was machen wir mit dem hier? Den brauchen wir eher da oben. Ah, okay, das ist kein Vorsprung.
Ihnen der Stärker. Verstehe. Okay, da festhalten und jetzt hoch hier. Ich denke, ich will da hoch, oder? Ja, Fuchsfaceballen. Okay, eventuell wollen wir auch darüber. What the fuck? Und der andere Wind. Okay, lass mich erstmal darüber schweben. Oh nein, den habe ich nicht gesehen. Meine Fresse. Als ob ich in mein Hosi. Oh. Nice Checkpoint. Aber können wir den vielleicht ein bisschen runter hier? Nee, kann man nicht. Könnte man ein bisschen näher ran bewegen. Dass wir nicht vom Sturm abhängig sind. Wäre das eine Option? Abschönchen. Hallo. Es gibt auch scheinbar keinen Sturm mehr. Hier rüber mit dem. Jetzt, wo ich ihn nicht mehr brauche, gibt es den Sturm wieder. Logisch. Okay, jetzt habe ich ihn doch gebraucht. Okay, ich bräuchte den vielleicht hier. Ach, okay. Den hier ein bisschen höher. Und den dann ein bisschen weit runter. Okay. So ran und jetzt so ran. Sehr schön. Stürmchen kriege ich jetzt nicht mehr. Genarf. Jetzt könnte ich, glaube ich, ein Stürmchen brauchen. Da muss er so hin, oder was? Das kann ja was werden.
Na, das war klar. Natürlich kein Checkpoint da oben. Ah doch, ein Checkpoint da oben. Okay, wie machen wir das jetzt? Ah, okay, und der da. Und der ausholt, müssen wir da rein. Jetzt also nicht. Jetzt wäre eine gute Zeit. Und jetzt. Natürlich sind da Stacheln. Natürlich. 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 Jetzt lass ihn hammern und jetzt. Und hops. Und hoch hier, hoch hier, hoch hier. Und warten, warten, warten. Natürlich, 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 natürlich. Ich hab's eigentlich kommen sehen. Ich hätte ein bisschen jetzt wissen müssen. So, jetzt ist hier frei. Jetzt hops hier drauf. Und hops hier rüber. Natürlich klappt das nicht. Okay, aber. Bleib mal lieber hier. Ich weiß, was hier abgeht. What the fuck? Okay, da kann ich gar nicht. Halt dich fest. Halt dich fest. Mal ein bisschen was runterholen, halt dich fest, Mädel. Ich weiß. Du musst den erstmal runterholen. Und hoch hier und jetzt. Oder auch nicht. Ist noch zu niedrig. Kommt der mal höher oder? Und jetzt wäre eine Chance, noch nicht. Irgendwie nicht. Weiter runter klappt auch nicht. Muss vielleicht den Sprung ausnutzen, um dann. Um nicht den Moment abzuspringen und genauso. Und jetzt hier hoch. Und jetzt abspringen. Genau zur falschen Zeit. Wie sie da stand. Holy shit. Den Kack nochmal rausholen. Spannung hier im letzten Kapitel des Abenteuers. Meine Damen und Herren, pure Spannung. Das konnte ich wenigstens nicht verfehlen. Und hops. Und ausholen lassen, ausholen lassen, ausholen lassen. Und. Nutzt den Schwung. Ist
gucken wir uns hier mal erstmal umrum. Okay, da hätten wir Chance. Okay, komm hoch. Und jetzt hier durch. Haben wir es jetzt gleich. Jetzt nicht sterben hier. Okay, die müsste ich nutzen. Ah, natürlich. Jetzt haben wir gerade natürlich gleich den Hammer. Okay, hängt. Hoch hier, hoch hier, hoch hier, hoch hier. Und auf den Hammer. Halt dich fest. Jetzt müsste doch. Da passiert nichts. Was denn nun? Ach so, ja, hier. Bleib stehen, bleib stehen. Ich habe gehofft, dass ich darüber springen kann. Mit dem Wind kann ich wahrscheinlich auch. Muss aber voller Wind sein. Oder so. Während der große Mann Schnee schaufelte und einen Schneesturm nach dem anderen erschuf, rannte er mit dem Dechsel davon. Doch der große Mann sah ihn, als er die Dechsel nahm und es damit weglief. Ah, noch ein Level. Das Spiel will gerade kein Ende finden. Es geht dann doch noch 8 Stunden. Ja, ich müsste mal eventuell hier
erst ein bisschen näher und das wäre meine Abspringchance gewesen. Nein. Mach den erstmal ein bisschen höher. Mach den erstmal ein bisschen höher. Erst ein bisschen höher oder auch nicht. Wird mir nicht helfen. Verdammte Maussteuerung hier wieder. Mach den erstmal ein bisschen höher, Kollege. Kollege hilft mir nicht mehr. Als ob. Komm. Den erstmal hier ein bisschen. Ich brauche jetzt mal deine Unterstützung. Hier den erstmal runter. Und hier mal hoch. Okay, der Baum ist unser Freund. Der geht noch nicht unter. Nein, nicht runterspringen. Bleibst du drauf. Was runter von dem Baum. So nicht. Das muss den ganzen Baum nochmal von vorne machen. Oder was? Fast. Beweg dich hoch. Beweg du dich ein bisschen runter. Mach hops. Beweg dich ein bisschen hoch. Hops. Okay, das war wohl nix. Einsatz mit X, das war wohl nix. Ewig kann ich das heute auch nicht mehr machen. Okay, was mit dem los ist, was mit dem Geisterfreund los ist. Keine Ahnung. Mach dich ein bisschen höher, mach dich ein bisschen höher. Da kommt hier gerade der Sturm von rechts, das ist... Ich kann das hier nicht mehr lange. Meine Fresse! Der rutscht hier nur noch rum, der Kollege. Ja klar, sicher. Würdest du mal bitte den hier erstmal nach oben befördern, damit der mir nicht im Weg steht. Herzlichen Dank. Dann jetzt den hier nach oben und den hier. Das könnten wir vielleicht schon mal schaffen, aber vertraue in dich. Das haben wir schon mal nicht geschafft. Kackdreck! Wir müssen es wahrscheinlich nur auf die eine Klippe schaffen und dann können wir weiter ran. Ich würde gleich irgendwann mal damit aufhören wollen. Wenn wir das hier mal schaffen würden. Wenn man sich halt so nah am Finale fühlt, dann ist halt
steht. Dich können wir noch ein bisschen höher machen. Dann geht der auch leichter, der Sprung. Können wir das denn? Okay, ein Ast nach oben. Machst du mal was irgendwie hier in diesem Abenteuer? Hier den nach oben. Ich sehe, dass der noch nach oben kann. Okay, so ging es auch. Danke. Ließ die Schaufel fallen, entstieg der flachen Tundra und verfolgte Kunusayuka nach Kunusayuka. War zu schnell. Doch, keine. War zu schnell. Ah, jetzt sind wir hier in dem Gebiet. Jetzt machen wir das ganze Abenteuer nochmal rückwärts. Sichi. Wir rennen zurück. Okay, dann hochgemusst oder? What? Doch, sie war zu schnell. Klar. Flüchtigkeitsfehler passieren uns hier natürlich auch mit andauernder Streamdauer. Regelmäßiger. Okay, wie kommt man da jetzt hoch? Okay, der Geistertyp, so hier mal. Ex-Fuchs. Einmal weiter hier. Nun. Wir haben jetzt nicht besonders viel Zeit, also. Nun. Wie stellst du dir das vor, Spiel? Es hatte eine Chance drauf zu ziehen. Sie übrigens. Und jetzt das rüberziehen, rüberziehen, rüberziehen. Beweg dich, beweg dich, beweg dich. Beweg dich, meine Fresse. Rossmann-Schutz. Es gibt hier heute noch ein Rage Quit. Komm hoch, du Sack. Ach nö, lass dir Zeit. Wir haben hier noch den ganzen Abend Zeit. Es ist ja nicht so, dass ich morgen wieder früh raus muss. Wir können hier heute bis 3 Uhr nachts spielen. Lass dir ruhig Zeit. Es ist ja nicht so. Wir haben schon zu viel Zeit verschwendet hier. Und die Polarlichter. Fick doch die Henne. Da brat mir einen Storch. Kommst du jetzt mal mit hoch? Oh, jetzt ist diese Polarlichter. Ich brenne. Es ist. Pause, da muss ich mal Schluss machen mit. Fick die Polarlichter! Fick diese scheiß Monster. Ich krieg hier gleich Gewaltexzesse. Dann müssen wir wahrscheinlich hier, wenn wir jetzt mit der hier. Jetzt müssen wir natürlich mal zielen und treffen! Was legst du dich hin? Bin ich denn von Idioten umzingelt? Die Figuren hier im Spiel bringt's nicht. Es ist echt. Ich mache hier gleich. Ist gestorben, Ende aus. Oh, da braten wir einen Stich.
durch. So, jetzt kommen hier mal rüber. Jetzt auch, das ist. Und ich würde das jetzt so gerne heute noch schaffen. Das hier noch hinkriege. Daneben geworfen, am Arsch. Ich habe hier heute noch was vor und ich würde jetzt, es ist dann auch. Nee. Das treffe ich jetzt hier nicht mehr. Guten Tag. Heiß, Mann. Ich hätte einfach irgendwann an einem bestimmten Punkt sagen müssen, hören wir auf, spielen wir wann anders weiter, aber nee. Wird auf einmal durchspielen. Leck mich doch am Sack, wie soll ich das jetzt hier hinkriegen? Natürlich habe ich es hingekriegt und fall hier runter. Das ist doch hier. Ich drehe hier noch komplett durch, ich werde hier bekloppt beim laufenden Stream. Wie komme ich auf diesen scheiß Knopf? Durch und nenn mich Horst. Ich fressen einen Besenkammer laut samt Staub und Flusen. Wenn ich das jetzt hier schnell, wenn ich dieses. Psychische Gesundheit minus 10. Mach doch mal irgendwas. Danke fürs Zuschauen. Habt noch einen tollen Abend. Darf ich darum so zick gefallen haben? Schaut euch das Ende irgendwo anders an. Er ist noch vor Schreck verschluckt. Hustenanfall. Darf ich nach oben? Ich werde die Stream-Aufzeichnung als ganz hochladen. Lasst ein Abo da, Glocke aktivieren auf YouTube, Follow da lassen auf Twitch. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich schicke euch jetzt auf Twitch nochmal in die Endcards, dann wählen wir noch wohin und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder zu Witcher 3 und fassen dieses Spiel nicht wieder an. Haut an. Kommt noch mal drüber in Raid und dann sehen wir uns.
Ja, das hat mich jetzt ein bisschen, das hat mich jetzt ein bisschen mehr aufgeregt als nötig. Das ist dann irgendwann muss auch Schluss sein. Ich fühle jetzt komplett blank, meine Nerven komplett blank liegen. Ja, man muss wissen, wenn es vorbei ist. Zu, haben wir das mal gespielt. Sind ja relativ weit gekommen. Sie wird es schaffen, sie wird dann zurück zum Anfang rennen, zum Dorf und dann dort einen Weg finden. Riesen zu besiegen. Schaut euch ein Walkthrough von irgendwem an. Gibt es auf YouTube genügend von. Bestimmt. Das war jetzt mein Rage Quit. Gut, na dann. Würde ich sagen, wir raiden heute. Zu wem raiden wir heute noch hin? Raid heute zum Blues Brother, der spielt heute Minecraft. Da raiden wir heute noch hin. Zur Entspannung guckt er noch mal ein bisschen Minecraft. Gut, na dann. Kommt noch mit rüber in den Raid. Habt noch einen tollen Abend. Und wir sehen uns Mittwoch wieder. Gut, bis dahin. 2G out. Bis dann und ciao.